Einen wunderschönen guten Morgen zusammen vom Porsche Sports Cup am Hockenheimring, denn es ist Finale, das ganze Wochenende. Genau, und wir haben Verstärkung mitgebracht. Wir haben nämlich ein paar mehr Fahrzeuge für das ganze Wochenende und ein paar Gastfahrer. Und zusätzlich haben wir auch noch für unsere Kunden eine Race Your Dreams Lounge, wo man schön essen und trinken kann und das Rennen genießen kann. Ja, und mehr dazu zeigen wir euch über den Tag. Ich habe mir jetzt mal wieder Unterstützung geholt, und zwar den Kai. Hallo Kai. Genau, hallo. Und ich dachte, wir zeigen euch jetzt mal, was wir alles in der Box stehen haben für das ganze Wochenende und welche Fahrzeuge. Und da kennt der Kai sich bestens aus und erzählt uns mal was drüber, oder? Genau, wir sind sehr facettenreich hier unterwegs. Wir haben zum einen mal einen Porsche 911, das ist natürlich unsere Ikone. Und da haben wir das Modell 991.1, also die erste Generation, das ist das Auto ganz vorne. Also man muss hier nicht im Sportscup mit dem neuesten Auto mitfahren. Dann haben wir natürlich als ultimative Steigerung den Porsche 911 als Modell 992, das ist das aktuelle Modell, auch als Cup-Auto, gleich zweimal, der schöne grüne hier und auf der linken Seite das Porsche Mannheim-Auto. Naja, und wenn es einer mal richtig schnell möchte, dann haben wir hier nochmal den 911 GT2 RS als Clubsport-Variante, ist auch sehr selten, gibt es nur 200 Stück auf der Welt. Und wir haben einen davon dabei, toll foliert, und auch mit dem kann man hier im Sport fahren. Ja, und was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, das sind unsere Cayman-Modelle. Wir haben also den Porsche Cayman als 718er-Variante, das ganz aktuelle Modell als GT4. Auch dafür gibt es eine eigene Klasse. Das sind die beiden Fahrzeuge ganz rechts vorne. Vater, Sohn Bert, Vater, Sohn Omen. Also man sieht schon, egal welches Modell man hat, wird man am besten aufgehoben. Bei uns im Porsche-Zentrum Mannheim und auf der Rennstrecke und natürlich auch mit unserem Coach hier. So, jetzt steht Thorsten Rückert neben mir, Projektleiter Porsche Sports Cup. Thorsten, was haben wir denn oder was habt ihr denn den Kunden alles zu bieten am Wochenende? Ja, wir sind hier beim großen Finale am Hockenheimring. Wir haben über 200 Teilnehmer auf der Strecke, aber auch neben der Strecke haben wir natürlich jede Menge geboten. Wir haben hier unsere Porsche World mit ganz vielen Ausstellungsfahrzeugen und daneben haben wir aber auch für die Kinder ganz viel geboten mit hier einem Trampolin, Reifenwechselmöglichkeiten für Kinder und auch ganz vielen anderen Spielmöglichkeiten. Ja, ihr habt auch eine Neuheit dabei, den GT3 RS. Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Highlight. Wir haben hier wirklich den GT3 RS stehen. Das ist eines der ersten Fahrzeuge, die es gibt. Und da sind wir wirklich stolz drauf, dass wir das hier zeigen können. Und das soll uns Kai jetzt mal näher erklären. Ja, und jetzt stehen wir vor der ultimativen Fahrmaschine, der neue GT3 RS von Porsche. Wer so ein bisschen jetzt die Medien verfolgt hat, gerade mit der 6 Minuten 49 auf der Nürburgring Nordschleife wieder mal den Rekord eingefahren. Und ich habe ja das große Glück, euch mal so zwei, drei Key Facts zu zeigen. Das Wichtigste an dem Auto ist wirklich das neue Thema Aerodynamik ganz neu interpretiert. Und ich habe mal so zwei Punkte. Ich zeige euch mal auf der Haube. Wir haben zum Beispiel erstmalig hier diese Luftführungen, einen liegenden Kühler, wie man das vom Rennauto kennt. Ich habe natürlich leider keinen Kofferraum mehr, aber auf der Rennstrecke brauche ich das weniger. Dann am Radlauf hinten sieht man hier, auch aus dem Thema Rennsport wird die Luft entsprechend kanalisiert an dem Fahrzeug vorbei, um nochmal die Aerodynamik entsprechend zu fördern. Dann auf dem Dach sieht man hier, diese Finne bringt auch nochmal eine entsprechende Luftführung hier um den Spoiler. Und auch da gibt es eine echte Neuerung, hier entsprechend anzuströmen. Das sehen wir hier, das Detail. Das ist nämlich ein sogenanntes Track-System. Das heißt, ich kann den Flügel je nach Fahrsituation aufstellen oder eben flachlegen. Und das macht wirklich bei dem Fahrzeug mal diesen deutlichen Mehrwert, deutlich schnellere Rundenzeit auf der Nordschleife auf. Ja, aber man muss schnell sein mit dem Auto, denn sie sind rar gesät und natürlich jeder heiß, um damit auf die Rennstrecke zu gehen. Und dafür ist er gemacht. Und da gehen wir wieder zurück auf die Rennstrecke. Viel Spaß. Ja, wir haben ein sensationelles Ergebnis eingefahren. Konstantin Bertz, erster Platz in Klasse. Und wir gucken jetzt mal, was sein Papa dazu sagt. Gestartet von 11, an 7 ran und dann erster geworden. Mit einem mega Abstand rausgefahren. Nicht durch Safety Car, sondern durch Eigenleistung. Das Unglaublich. Schöne ist, was man bespricht, hat er umgesetzt und hat die Leute, ich darf es mal sagen, sowas von abgeduscht. Sensationell. Das ist der Unterschied zu Vater, der hört halt nicht zu. Konstantin Bertz! Erhält er nun seinen Pokal. Das Wort ist jetzt gewonnen, Paul Verdun. Und Konstantin, wenn du jetzt keinen Fehler gemacht hast. Der
Der Samstag hat schon mal richtig gut gestartet, denn Konzi hat den ersten Platz in der Sprint GT Challenge gemacht. Und mit diesem guten Start starten wir jetzt in die Sprint Challenge. Marc Bartels fährt zuerst und wir sind gespannt, wo es hingeht. Ja, der erste Tag im Porsche Sports Cup geht zu Ende. Es war ein sehr erfolgreicher Tag, oder Alice? Der Tag war sensationell. Marc hat jetzt auch nochmal den 5. Platz gemacht. Es kann nur so weitergehen. Und ja, schauen wir einfach morgen, wie es weitergeht, würde ich sagen. Yes. Wir sind jetzt hier in unserer Race Your Dreams Lounge. Hier können die Kunden was essen, was trinken, sich über den Tag aufhalten, haben einen exklusiven Blick auf die Strecke und zwar auf die erste Kurve. Insgesamt hatten wir 600 Leute da und ich würde sagen, wir fragen jetzt einfach mal Kunden, wie es so für sie war. So, ich stehe jetzt hier neben Milan und Milan ist auch das ganze Wochenende schon mit dabei. Wie fandest du das Wochenende? Wie findest du die Lounge? Also wie immer bei Mannheim, wenn ihr was macht, dann macht ihr es richtig und das ist auch das, was unheimlich viel Spaß macht bei euch. Danke. Weil wir sind ja erstmal hier eine riesen Truppe und das ist das, wo man sich austauschen kann, wo man neue Leute kennenlernt. Natürlich, Motorsport gehört so ein bisschen Mannheim dazu. Deswegen, also ich persönlich komme immer wieder gern, kannst auch jedes Mal schreien. Perfekt, also, wie gesagt, das freut uns zu hören. Na ja, klar. Wie beim Auftakt am Nürburgring hat Bartels, Familie Bartels, wieder Verstärkung mitgebracht. Und wir gucken mal, ob sie es immer noch so drauf haben wie beim Auftakt. Na Mädels, ihr seid wieder mit dabei. Wie ist die Stimmung? Ja. Also Unterstützung ist da. Wir starten von Platz 5 und wir sind gespannt und drücken die Daumen, oder? Yes. Der Janis Fitje fährt jetzt wieder das Endurance-Rennen oder die Challenge. Und warum, fragen wir jetzt mal die Männer. Hi. Hallo. Ja, es war eine sehr kurzfristige Entscheidung. Ich habe mir an euch aufs Leben zwei Rippen gebrochen und nach dem letzten Rennen habe ich doch ziemliche Schmerzen an der Seite und jetzt haben wir last-minute-mäßig entschieden, dass Janis mit Marc gemeinsam das Endurance-Rennen fährt. Letztes Mal lief es ja auch schon ziemlich gut, also wir drücken die Daumen und wünschen wieder viel Erfolg. Und was denkt ihr, was ist eure Einschätzung? Deine? Ja, mal schauen. Wir hatten bis jetzt die schwierigen Bedingungen mit Regen, Trocken, dass ich nicht wirklich eine Runde machen konnte für Japp und Marc als Referenz. Also das ist für mich jetzt die allererste Runde nach dem Start. Also okay. Mal spannend, ob ich die Bremspunkte treffe. Ich hoffe es. Mach mal ein bisschen ruhig die erste Runde und dann steigen wir uns und dann schaue ich mal, wo ich das Auto mit Marc übergeben kann. Und der Marc wird es dann nach Hause fahren. Ja, das klingt doch schon mal gut. Das Endurance-Rennen ist vorbei. Wir hatten noch eine kleine Änderung. Kai, erzähl es am besten selbst. Kurzfristig kleine Änderung. Der liebe Markus, dem war nicht so ganz wohl. Und dann hat er, ja, neben dem Coach darf man dann auch sein, der Mann für alle Fälle, hat er mich gefragt, ob ich einspringen kann für ihn. Und das habe ich natürlich sehr, sehr gerne gemacht. Das war immer ein Wunsch mit mir, nachdem wie die Chance sich entwickelt hat. Ja. Ein Rennen mal gemeinsam und das haben wir heute abgeliefert. Ja, cool. Ich gehe jetzt mal auf die Suche nach Alizé, weil wir machen jetzt noch die Abmoderation und dann hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Ne? Genau, ich gehe jetzt mit Konzi trinken, weil das war ein tolles Wochenende, da haben wir was zu feiern. Bis nächstes. Ciao. Ja, ein fulminantes Rennwochenende geht zu Ende. Janis Fitje hat zusammen mit Marc Bartels den 3. Platz in der Endurance gemacht. Genau, und auch Konstantin Bärz hat zusammen mit Kai Riemer den 4. Platz in Klasse gemacht und damit geht eine Saison zu Ende. Auf jeden Fall. Wir hoffen, euch hat es gefallen und einfach beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt Race Your Dreams.